Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Gestern Nacht hat's 9 Uhr Tram start, hey, mit dem Depot zu gehen. Plötzlich niemand weiss, warum sie das Schienengleis verlassen. Ist zum Mimmo aufgeflogen und der Tadina in der Nacht verschwunden, ohne Spuren zu hinterlassen. 7 Hunde haben kläglich gejault, grad wo das ist geschehen. Um den kalten Windstoß ist durch die Mombischuh allee. Und es hat den Betrunkenen, was als einzige hat gesehen. Durch die leeren Strassen brüllen, oh Herr Jemine. Das hat an einem Polizist, wo der zur Stelle war. Hühnerhutig jagt, dass er ein Ei hat gelegt dabei. Und eine Frau hat gedacht, wie nützlich doch die Zucker sein. Hat sie genommen und sprägelt, bis ein Stier ein Auge war. Prägeln wir mal! Rest! Hey, ba da 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 ding ding da 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 ding ding hey la da 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 da. Der Stier ist aus der Pfanne, draus brennt und davon. Die Frau hat angefangen brüllen, laut und zetter Mordio. Bis der Stier sich in ein Tram verwandelt hat und so. Auf der Gleis ist weitergefahren gegen das Tramdepot. Darauf ist es wieder stiller geworden und dann schliesslich Ruhe. Das 9. Tram ist hinten um ein Ranken Depot zu. Einer hat noch gerufen, in die Füße blaset mir in die Schuhe. Und ihr reitet sicher von meinem Geschichtli alle genug. Bernadette. Louis. Es ist so schön, dass es geklappt hat. Ich habe mich so gefreut auf die Fahrt. Ja, ich habe mich auch gefreut. So ein Zufall letzte Woche, oder? Da hockt man im Kino, hinten auf dem Balkon und denkt, die dort vorne in der ersten Reihe, die sieht von hinten aus wie die Bernadette. Vielleicht ist es ja kein Zufall. Prost, Louis. Prost, Bernadette. Du siehst einfach immer noch gleich gut aus wie früher. Gleichfalls. Wieso bist du eigentlich nicht an die Klassenzusammenkunft gekommen vor 2 Jahren? Hätten wir uns auch gesehen? Ich bin zu Amerika. Ah. Ja, die Schwester von meiner Frau hat geheiratet. Ja, das war noch vor der Katastrophe. Geschnetzelt das? Das ist für mich. Ecco. Danke. Und der Gemüseteller? Für lei. Grazie. Buon appetito. Grazie. Grazie. Für mich ein Bier, bitte. Galanda Quellfrisch, fällt Schloss euch auf alkoholfrei. Quellfrisch? Quellfrisch. Bringen Sie mir den Tageskuchen. Tageskuchen? Äpfelwehen, oder? Einmal Äpfelwehen. Also dann einen guten. Gleichfalls. Super. Du weißt denn, das für eine Katastrophe war? Die Scheidung. Sie hat eine grusige Anwältin gehabt. Ah, gibt's da? Grusige Anwältin, ne? Habe ich also auch nicht gewusst. Aber du, wie hast du es? Abgesehen von Kleinigkeiten. Kleinigkeiten? Ich hätte gern Kind gehabt. Ja, Sandra. Hi, Barbara. Und hat es nicht geklappt? Mamal! Also, er hätte keine Wille. Mir gut, und dir? Kannst vielleicht froh sein. Was sagst du? Wegen was?
Eine Fehlgeburt? Um Himmels Willen? Bei einer Scheidung ist es einfacher. Wer sagt dir? Aber das gibt es doch heute fast nicht mehr. Wer sagt dir, dass ich mich scheiden lasse? Könnte ja sein. Man sagt ja, dass zwischen 30% und 40% von allen Ehen. Ja, 0,2%. Das nützt dir denn viel, wenn du dazugehörst. Nein, nein, uns geht es sehr gut. Ausser. Wo? Im Stegenhaus vom Doktor. Ui, das ist ja furchtbar. Ausser, dass so viel weg ist. Ja, wegen dem Geschäft. Oh, und du hast es noch gesehen? Oh nein. Alles ein blutiger Klumpen. Excuse, aber wir sind am Essen. Entschuldigung, aber Barbara hat eine Fehlgeburt. Stellen Sie sich das einmal vor. Für mich. Öffelweihe. Danke. Nein, das wollen wir uns eben gar nicht vorstellen. Könnten Sie sich vielleicht die Details nicht auf dem WC erzählen lassen? Warte schnell. Barbara, ich habe da ein bisschen empfindliche Leute am Tisch. Ja, und wäre es ein Bub gewesen oder ein Mädchen? Ein Mädchen, so schlimm. So eine Zwetschge. Man kann das Handy also auch abstellen. Prost, Bernadette. Prost. Und hast du deinem Mann eigentlich erzählt, dass du dich mit einem alten Schulschatz triffst? Nein, wegen was denn auch? Vielleicht würde es noch interessieren. Nein. Weißt du, wir haben da eine ganz bestimmte Abmachung, dass auch jeder seine ganz eigenen Wege hat. Dann ist ja gut. Roger, hallo? Ach ja, es wird wieder später im Geschäft. Wieder mal. Nein, es macht überhaupt nichts. Ich habe gar nicht mit dir gerechnet. Ich sitze im Speiswagen. Mit einer alten Schulkollegin. Barbara. Ja, wir haben uns ganz zufälligerweise getroffen. In Bern, in der Ausstellung. Ja. Danke. Ciao. Ciao, Schatz. Ciao. Ja, okay. Ja, du kommst einfach, wenn du kommst. Ja? Ciao. Ich habe gar nicht gewusst, dass das so schnell geht. Was? Eine Geschlechtsumwandlung. Ach, er muss doch nicht alles wissen. Prost, Barbara. Prost, Schatz. Andi? Susan? Hallo? In dem Fall ist er gleich ein bisschen eifersüchtig. Ich glaube, ich habe ihn für sich nicht. Was? Du kommst nicht? Wieso nicht? Täusch dich nicht. Aber wir haben doch abgemacht, ich sitze schon im Zug. Jeder Mann wird eifersüchtig, wenn seine Frau mit einem anderen... Was? Im Speiswagen hockt. Was? Du kommst überhaupt nicht mehr. Und wenn er jetzt wieder mit einer anderen gute Nacht essen würde, würde er das denn nicht ausmachen? Susan! Das wäre dann seine Sache! Susan, das kannst du nicht machen, nicht nach dieser super Nacht. Ah, dann bin ich ja beruhigt. Ja, was ist das schon, eine Fahrt im Speiswagen? Ja. Und dann erst noch per Zufall. Ich sag, der geilste Hengst von deinem Leben, hast du mir gesagt. Entschuldigung, aber wir sind da etwas am Besprechen. Sagt man dem jetzt besprechen? Susan, bist du noch da? Das müssen wir doch besprechen. Entschuldigung. Und wenn es jetzt um die letzte Nacht geht, das geht uns überhaupt rein gar nicht da. Wir sind doch am Essen. Dann denk doch an heute Nacht. Susan, also das müssen wir doch besprechen. Immer die Besprechungen. Was würdest denn du gern mit mir besprechen? Vielleicht die Geschichte von deinem eigenen Weg. Prost, Louis. Prost, Bernadette.
Ja, Sandra? Hoi, Roger. Es gibt offenbar da noch mehr Rogers. Wie dir geht es heute länger im Geschäft? Dann soll ich um 17:45 warten? Ja, du hast Glück. Ich komme gerade zurück von Bern. Aha. An unserem Ecke. Gut. Ciao, Schatz. Ja, ja, ich mich auch. Und wie? Ciao, ciao. Ciao, ciao. So gut, ich bin ja fertig. Ich auch, Herr Ober. Zelle. Aber Bernadette. Ich habe noch eine Besprechung. Könnten wir die bei dir zu Hause machen? Andi! Sandra! Bernadette! Louis! Salvatore! Ah! Hoi, Susanne! Du, es geht leider nicht heute Abend. Es ist etwas dazwischen gekommen.